Die Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern lädt zum Tag der Architektur im ganzen Land zu regionalen Aktionen ein. In der Landeshauptstadt stellen engagierte Architekten am 26. und 27. Juni baukulturelle Höhepunkte ihrer Stadt vor. Auf dem Programm steht eine Entdeckungstour unter dem Motto Großer Dreisch, der unbekannte Stadtteil? Der Große Dreisch begeht in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Und das haben wir zum Anlass genommen, diesen Stadtteil, eines der größten Plattenbauquartiere der ehemaligen DDR, die Menschen vorzustellen und zu zeigen, was Städtebau letzten Endes für das Zusammenleben von Menschen bedeutet. Der Große Dreisch ist ein Schweriner Stadtteil mit Geschichte. Vor 50 Jahren erfolgte die Grundsteinlegung für die ersten Wohnbauten. Die Entdeckungstour beginnt am Drescher Markt und wird von dort aus in zwei Etappen Projekte aus den vergangenen 30 Jahren vorstellen. Ein Beispiel für eine moderne, zweckmäßige Umgestaltung ist der 2016 neu eingeweihte Berliner Platz. Also Ziel der Gestaltung des Berliner Platzes war, in dieser geradlinigen Blockbebauung einen Platz zu schaffen, der prägnant ist für den Stadtteil. Und auch eine gute Wegeverbindung zu schaffen von dem oberen Platzbereich auf den unteren. Das ist durch dieses Oval herausgearbeitet worden und eine Rampe, die barrierefrei nutzbar ist. Mittlerweile gilt der Berliner Platz als das Zentrum des Stadtteils. Die Entwicklung ist laut dem Schweriner Stadtplaner Andreas Thiele noch lange nicht abgeschlossen. Wir wollen dieses Zentrale wiederbeleben, sowohl was einfach die Funktionen anbetrifft. Es sollen hier Geschäfte entstehen, es ist die Schule. Wir reden vielleicht auch über eine stadtweite Schule, die sich in der Nähe hier ansiedeln könnte. So ist sozusagen der Berliner Platz immer das, was wir alle als Herz des Dreisches bezeichnen. Neben dem Berliner Platz gibt es noch weitere spannende Architektur auf dem Großen Dreisch zu entdecken. Dazu gehört unter anderem die Bildungseinrichtung Campus am Turm. Zum Beispiel für die Bildung der Kinder und Jugendlichen wurden hier im Quartier Neubau und Sanierung von Plattenbauschulen und Kindergärten, da wurde investiert. Es ist auch gerade wird ein Eltern-Kind-Zentrum neu gebaut für Eltern und Kinder. Und für Freizeitaktivitäten gibt es den Bauspielplatz. Hier können die Kinder Baumhäuser bauen, hier können geklettert werden und gibt es vieles mehr. Architektenfreunde können sich auf ein vielfältiges Programm freuen. Eine Teilnahme an den Schweriner Architekturtagen am 26. und 27. Juni ist ohne Anmeldung möglich. Weitere Informationen zu den landesweiten Veranstaltungen finden Sie unter www.ak-mv.de.